Hallo zu meiner kleinen Skizzenbuchtour. Es soll hier um Frühling, Sommer 2018 gehen. Ich fange hier an. Ich habe dieses Skizzenbuch tatsächlich Januar 2018 begonnen, als ich eine Challenge hatte in meiner malenden Naturforscherin Facebook-Gruppe und habe im Januar ein bisschen in diesem Skizzenbuch gearbeitet. So klassische Wintermotive. Viel war aber nicht los. Das waren ein paar Experimente. Klar, es ist Februar, die Schneeglöckchen kommen. So, noch ein paar mehr Wintermotive und dann bewegen wir uns langsam Richtung Frühling. Das ist der März, aber ihr seht schon, ich habe nicht viel gemalt, zumindest nicht in diesem Skizzenbuch, im Frühjahr. So, und dann starten wir mit dem April, der 100 Tage Wildblumen Challenge. Und ihr werdet gleich schon sehen, ich habe es nicht geschafft, 100 Tage, 100 konsekutive Tage sowieso nicht, aber Ziele sind ja zum Zielen da, nicht zum Erreichen. Von daher hat diese Challenge, die ich mir gesetzt habe, mit den 100 Tagen Wildblumen alleine schon gereicht, dass ich halt mehr Wildblumen gezeichnet habe, auch in meinem Skizzenbuch. Dann legen wir jetzt also mal los. Huch, hier. Die klassischen Frühlingspflanzen, Schaboxkraut, Lungenkraut. Die Buschwindröschen dürfen natürlich nicht fehlen. Frischer Giersch. Das Waldveilchen. Manchen Tagen habe ich mir mehr Mühe gegeben, an manchen Tagen habe ich mir weniger Mühe gegeben. Wie das so ist. Hier habe ich tatsächlich draußen gearbeitet, das war in den Emsauen. Wir sind jetzt im Mai, da blühte halt die Kuckuckslichtnelke und der Wiesensalbei schon. Also hier habe ich schlecht gemanagt mit dem Blatt, da habe ich den Karton dran geklebt. Ackerwitwenblume, die ist hier auch auf den Sandmagerrasen zu sehen. Und auch dieses Orange-Rot-Habitskraut ist hier auf den Sandmagerrasen an der Ems. Dann war ich etwas wild im Garten unterwegs mit meinem Tintenstift. Man sieht, die Lust am sich Zeit nehmen für Ordentlichkeit geht verloren. Wen ihr hier zwischendurch tapsen hört, ist mein Hund. Zur Abwechslung ein paar Gräser. Und auch dieses hier ist draußen entstanden. Und dann hat es tatsächlich angefangen zu regnen. Da war ich in den Magerwiesen und das Papier ist völlig durchgenässt und ich muss es erstmal trocknen lassen. Und das ist also meine letzte Seite und ich mache gleich weiter. War in den Emswiesen und habe da geschaut, was es für Vögel gibt. Für Vögel ist gut. Haha, für Pflanzen gibt. Es geht weiter im Sommer, Spätsommer. Wir haben die wilde Möhre, wir haben Vizia Cracca Torino. Meine Güte. Filmen unter erschwerten Umständen hier. Hallo. Also, eine Kornblume. Kornblumen habe ich ein paar Mal gemalt. Ich habe auch nur ein größeres Pflanzenporträt gemalt dieses Jahr. Natürlich auch Motive aus dem Garten dürfen nicht fehlen und es sind nicht immer Pflanzen. Es sind auch mal schnelle Bienenstudien. Und hier habe ich mir kurz notiert, wie ich die verschiedenen Monaten auseinanderhalten kann. Das ist der Saatmohn mit diesen schmalen Samenständen. Und die Kapseln vom Klatschmohn sind halt so kürzer. Dann sind tatsächlich schon die ersten Kastanien runtergefallen, weil es so trocken war diesen Sommer. Und der Spätsommer wird immer später. Und man merkt das schon gleich an der Farbigkeit. Das sind zwei Motive aus meinem Blätter-Online-Kurs, wo ich für Anfänger zeige die Aquarelltechniken für Botanik. Und das sind die beiden Beispiele, die ich da male. Hier. Noch ein Beispiel aus meinem Garten. Und aus dem Garten meiner Mutter. Man kommt ja nicht immer in die Wildnis. Und hier habe ich tatsächlich draußen ein paar Landschaften gemacht, bei meinen Eltern zu Hause und Schneckenhäuser gesammelt im September.
Und wie gesagt, so ein Skizzenbuch ist auch mal dazu da, Dinge auszuprobieren oder neue Stile zu testen und sich etwas freier zu machen von den Zwängen, die ich sonst habe, wenn ich botanische Illustrationen male. Ein bisschen Landschaft, das mache ich wirklich recht selten. Unterwegs ein paar matschige Äpfel und Krategus, wie heißt es denn, Weißdorn. Noch mehr matschige Äpfel. Und dann habe ich mir den Fuß gebrochen und lag im Krankenhaus und habe so den Rest, das Rest des Buches genutzt, um so ein bisschen rumzuspielen. Ich hatte meine Farben dabei im Krankenhaus, habe Farben ineinander laufen gelassen, habe die Blumen gemalt, die mir geschickt wurden, habe meine Materialien gemalt, meinen kleinen Kasten mit 14 Farben, Bleistift, weißer Gelstift, Wassertankpinsel, hier mein kleines Wasserglas. Und natürlich, was ich vergessen habe zu zeichnen, ist tatsächlich mein Tintenstift mit wasserfester Tinte. Wieder zu Hause versuche ich auf dem Sofa zu malen. Das geht technisch ganz schlecht. Ich plansche ein bisschen rum und ende mit einer Feder und wir sind 16.09. Der Sommer ist also so gut wie vorbei und mein Skizzenbuch, mein zweites, ist auch voll. Und dann starte ich hier gleich weiter mit Kürbissen, mit ein bisschen blühender Heide. Die zwei Kastanienarten, obwohl ich Esskastanien hier in Norddeutschland natürlich noch nie gesehen habe, außerhalb von botanischen Gärten. Aber in Südfrankreich gibt es die zum Beispiel viel, wo ich öfter mal bin. Die Prunkwinden im Garten. Und die Ringelblumen haben den zweiten Schub gekriegt tatsächlich, weil es jetzt feucht war, aber noch schön warm. Und die Physalis. Und das letzte ist jetzt meine Gelbflechte. Und wir sind jetzt Anfang Oktober und ich denke, es wird weitergehen mit Herbstmotiven in diesem Skizzenbuch. Und das kann ich ja dann am Ende des Herbstes mit euch teilen, was ich da gemalt habe. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt inspiriert, selber ein Naturskizzenbuch zu führen. Wenn du Lust hast auf Ideen, Tipps und Tutorials für dein Naturskizzenbuch, immer passend zur Jahreszeit, dann kannst du dich auf meine Webseite für die malende Naturforscherin-E-Mail anmelden. Den Link dazu findest du in der Beschreibung von diesem Video und dann bekommst du gratis Anregungen und Motive in dein E-Mail-Postfach geschickt von mir. Wenn dir das Video gefällt, klicke doch bitte auf den Like-Button oder teile es mit Freundinnen und Freundinnen von dir. Bis zum nächsten Mal, mal was Schönes. Tschüss. Wenn mein Hund hier nicht dazwischen schnüffelt. Schon. Na, Torin?